Hallo meine Lieben und willkommen zurück bei Day of Billions. So, hier wird fleißig geforscht. Da fehlt es wieder an Gold. So, das ist der vierte, komm her da. Und die Ballista ist auch noch nicht ganz fertig. So, dann probieren wir wieder, hier uns voranzuarbeiten. Macht das Haus kaputt? So, macht den kaputt. So, inzwischen geht wieder einer. Machen wir wieder einen. Wir werden hier weiter Armee bauen. Weil hier oben können wir jetzt derweil eh nicht mehr groß was tun. Wir können das Holz eh nicht nutzen. Wir können unsere Bevölkerung gerade nicht weiter. Dazu müssen wir erstmal weiter forschen. Oh. Achtung, nicht, dass wir hier was verlieren. Geht's weg. So, die Balliste ist fertig. Was kostet die Balliste? Die war... Nein, hier war sie, glaube ich. Ja. Energie und Gold. Okay, Energie... Gut, das heißt, das nächste Gold geht in die Energie rein. Und hier kriegen wir tatsächlich, glaube ich, das Haus jetzt kaputt. So, und wir können Energie machen. Die geht perfekt hier noch hin. So, den schießen sie eh, glaube ich, schon. Schießt den ab. Okay, perfekt. So, kommt, schafft ihr das? Ja, ihr schafft das. So, gehen wir mal wieder kurz hier rauf. Wir haben hier jetzt die Mauern. Das heißt, jetzt brauchen wir 500 Gold. Und die Türme können wir alle upgraden. Okay, da brauchen wir Gold ohne Ende. Frage ist, ob wir zuerst, aber ich glaube, das ist das Erste, was wir machen werden mit dem Gold. Ja, wir werden jetzt einfach ein bisschen warten quasi. Wir können ja das Zeug einsammeln gehen, versuchen zumindest. Da ist ein bisschen Gold dabei. Und auch das Holz haben wir quasi alles. So, der kann auch noch hier vor. Oh, 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 oh. Das sind viele. Okay. Gold, 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 Gold. Wir wollen Gold. So, ein bisschen Gold ist da. Schauen wir mal. Ja, wahrscheinlich... Oder machen wir die Mauern jetzt einmal. 500. Oder doch die Häuser. Aber das bringt uns wahrscheinlich auch nur bedingt, weil wir... Ja, aber die Nahrung hätten wir derweil und Strom auch. Ich meine, wir könnten auch jetzt die Häuser erforschen, wobei ich irgendwie fürchte ich mich trotz allem noch. So, hier nur aufpassen, dass wir... Wir sind ein bisschen zu nah, glaube ich. Da kommen mir irgendwie zu wenig, zu viele. Gerade. So, 500. Ja, Mauern kommt's. So, kommen wir jetzt davor. Schauen wir mal. Geht's mal da, geht's mal das ganze Zeug einsammeln. So, jetzt haben wir gut Gold gekriegt. Das war wichtig. Dann... Ja, die restlichen Türme, wobei wir die jetzt aufpassen, die, dass wir die nicht machen. Das heißt, wir brauchen nur den, den und den. So, und den Rest können wir jetzt aufheben zum Forschen dann. So, da haben wir noch einen. Soll man noch einen bauen? Ich glaube nicht. Ich glaube, jetzt warten wir. Was haben wir hier noch? Den Wachturm brauchen wir nicht, die Pfähle brauchen wir nicht, Scharfschützen, naja, wäre halt schön, das Gasthaus eventuell, wenn wir die 1000 kriegen. So, dann gehen wir wieder ein Stückchen vor, neue Ressourcen holen, wenn wir schaffen. Das Holz könnten wir uns natürlich noch versuchen zu holen.
probieren wir mal. Ja, da kommen wir ein bisschen hin. Das verkauft sich nämlich auch gleich. Oh, das sind ein bisschen viele. Aufpassen. Im Schutz des eigenen Turms. So, wie schaut es damit aus? Gleich fertig. Hier können wir eh nichts. Das war hier nichts. Okay, dann sehen wir eigentlich eh schon... Hier ist eigentlich gar nichts zu tun. Das heißt, wir müssen warten, bis die Forschung fertig ist. Und dann machen wir die Mauern als nächstes und dann die Häuser. Okay, 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 das schon. Das ist mir zu nah. Jetzt aber. So, Technology Research finished. Das ist wichtig. Und dann ist jetzt nur die Frage, machen wir die händisch? Ja, machen wir es händisch. So, aber wir können es so machen. Dann das Tor noch. Und hier hinten. So, der weg und der weg. Das sind jetzt 10. So, jetzt müssten wir hier oben auch nämlich haben. Ja, ich glaube, jetzt haben wir alles. Das Tor noch. Sehr gut. Und hier hinten nämlich die eine auch, die wir nicht sehen. So, dann machen wir hier weiter. Mit den Häusern, mit der Stadt hier. Und dann ist die Frage, dehnen wir uns gleich aus? Ich würde sagen, wir bereiten uns auf jeden Fall darauf vor, uns auszudehnen. Und, oh, die Forschung ist fertig. Dann ganz wichtig, Steinhaus natürlich. Und jetzt geht der wahrscheinlich nicht mehr. Ah doch, der geht auch noch. Und zwar dann hierhin. Wie gesagt, wir müssen uns eh ausbreiten. Geht's mal da ein bisschen weiter weg. Irgendwie bin ich mir da gerade nicht so sicher. Fühle ich mich gerade nicht sicher. Macht's einmal. Neuen Anlauf. Und die Balliste könnten wir inzwischen bauen. Zumindest hier oben. Weil ich denke nicht, dass wir uns jetzt hier so bald darauf bewegen, weil da ist eigentlich gerade nichts, was wir dringend brauchen. Und gerade jetzt haben wir ja auch da abgegradet, die Wände. Deswegen, ich glaube, wir werden uns nach unten ausdehnen. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur die 500 Gold dann. So, das schaut mal gut aus. Hier wird fleißig an allem gearbeitet. Das klappt bisher mal ganz gut so. Bis auf ganz wenig Schläge gibt es hier auch nichts. Passiert hier auch nichts Dummes. Dann machen wir hier die Türme mal hin. Das wäre dann hier einen, denke ich. Und, ach so, hier gibt... Oh, ja doch, hier geht einer hin. Okay, dann wohl auf jeden Fall der. Und dann müssen wir wieder warten. Oh, das ist mir zu viel. Kommt. Oh, schaut euch das an. Ein Böser nämlich. Noch dazu. Oh, noch ein Böser. Oh, oh. So, die lassen wir jetzt erstmal heilen. Jetzt erstmal wieder rein, hier in die Basis. Der hat übel reingehaut. Der hat übel reingehaut. Ich glaube, er hat uns niemand umgebracht, aber es war richtig unangenehm. So, Steinhaus gleich fertig. Sehr gut. Die Frage ist, ob wir hier unten noch eine Balliste, aber ich glaube, jetzt machen wir erstmal da oben noch eine zweite hin. Und zwar hierhin. Ja, hierhin. Und dann wahrscheinlich doch auch hier unten noch vielleicht. Und die Steinhäuser jetzt. Jetzt können wir die Steinhäuser machen. Jetzt werden wir halt zu wenig Stein haben. Aber gut, nutzen wir den, den wir haben. Mal ein bisschen, um weiter Gold zu machen. Mehr Gold, mehr Einkommen. Hier hätten wir halt noch Gold, aber bis wir dorthin kommen, dauert es ein bisschen. So, und bei dem müssen wir warten, bis der sich gescheit heilt. Bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, sie heilen sich bei der Kaserne sogar schneller.
Glaube ich zumindest. Aber wir lassen sie jetzt mal hier unten stehen, passt schon. Wir haben jetzt da eh schon ordentlich gemacht. So. Steinhäuser, Steinhäuser. Hier geht's weiter. Wäre dann der... Und da können wir auch noch. Machen wir die als nächstes. So, Energie. Okay. Gut. Dann Energie als nächstes. Ich glaube, wir sollten so für die Welle gewappnet sein für die nächste. Mit den Türmen hier oben und unten bauen wir jetzt auch noch einen fürs erste hier hin. Dann nehmen wir uns zwar auch wieder ein bisschen Nahrung weg, aber gut, okay, ist jetzt so. So, der sollte jetzt eh gehen, genau. Und zwar geht der hier hin. Ja, der geht hier hin. Perfekt. Ich glaube, jetzt nehmen wir uns ein ganz klein bisschen Nahrung weg vom Feld, aber das macht nichts. Hier oben haben wir auch nochmal die Stadt. Das ist halt richtig übel. Hier könnten wir uns eigentlich bis hier, aber das bringt uns gar nichts, hier oben hinzubauen. Das ist das Dilemma. Was hätten wir hier noch? Das Kraftwerk, die Bank wäre halt interessant. Neues Gebäude. Achso, das ist die Gießerei, ja klar. Und der Schockturm, der wäre auch ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Schockturm, 900 Gold. Das heißt Gold, Gold, Gold auf jeden Fall. So, die Energie haben wir jetzt schon in Energie in Auftrag. Nein, haben wir nicht. Glaube ich nicht. Dann, wo geht's? Hier geht's. Ja, aber da hätte ich gern die Bank dann. Ich hoffe, dass die hier geht. Ich glaube, die müsste hier genau hingehen noch. Vielleicht. Dann schauen wir, woanders noch Platz haben. Hier unten hätten wir noch Platz. Ja. Okay. Hier haben wir noch Platz. Dann hier hin. Und dann wird es schon ein bisschen enger wieder. Wo noch was gehen könnte an Strom. Schaut schlecht aus, außer hier. Ja, es kann sein, wir müssen uns allein für ein Blatt nochmal ausdehnen. Also das geht jetzt gerade noch so, aber danach ist aus. Mit mal aus, Schluss mit lustig quasi. Aber die Bank holen wir uns noch, die ist wichtig. Und dann den Schockturm. Die 800 kriegen wir jetzt eh halbwegs flott. So, wie schaut's mit euch aus? Wo ist der eine Verwundete? Schaut gut aus. So. Bewegen wir sie mal alle nochmal hier rauf. Haben wir jetzt alle? So, wo ist der eine Verletzte gewesen? Schaut's aber so aus, als ob die jetzt alle wieder okay sind. Dann probieren wir es nochmal und jetzt können wir die Bank erforschen. So, wir müssen nur aufpassen, wenn jetzt wieder so ein Spuckviech kommt, müssen wir laufen. Dringend. Aber bis dahin können wir ja doch noch ein bisschen was kaputt machen. Hoffentlich schaffen wir das. Schauen wir mal. Dann wären die auch Veteranen. Sehr schön, wenn die Veteranen werden. Oh. Oh, oh. So, wir haben die nächste Welle. Dann, ich glaube, wir sind so gut vorbereitet, wie es geht momentan. Hier tut noch. Das heißt, wir können noch ein bisschen... Sollen wir noch mal Gold ausgeben für Häuser? Ja, ich glaube schon, mach mal. Was halt so ein bisschen geht gerade. Fangen wir hier oben jetzt mal auch an. Okay, jetzt ist das Gold eh weg, alles. Okay, okay, so. Steuerung 1, unsere 6 tapferen Soldaten. Und von Süden, das heißt, die kommen eh genau von hier. Ich hoffe, dass es hält. Ich hoffe wirklich, dass es hält. So, Steinhäuser sind fertig. Jetzt sind wir bei 500 Gold. Das ist gut. Und das nächste, was wir bauen, ist die Bank dann. So.
So, was kostet uns die Bank? Die kostet uns Energie und Stein brauchen wir. Okay, das heißt auf jeden Fall noch einmal Energie. Jetzt müssen wir nur schauen, kriegen wir das irgendwo noch unter? Naja, hier würden wir es unterkriegen, wenn wir die Mauer gerade fertig bauen. Hier hinten, glaube ich, geht nichts mehr. Nein, hier hinten geht nichts mehr. Und hier unten geht wohl auch nichts mehr. Hier maximal hier vorne. Und hier draußen. Sonst sieht das nicht rosig aus. Ja, hier, ich meine, hier ist halt echt nur dort, wo die Bank gerade noch hingeht. Aber da würden wir uns echt den Platz für die Bank kaputt machen. Nein, wir werden das hier machen müssen. Das heißt, wir werden das gleich in Auftrag geben. Das wäre dann der hier und der hier. Und sobald die fertig sind, reißen wir das ab und bauen den Strom dahin. So, da kommen sie schon. Okay. Aber ich glaube, die werden da oben nicht gebraucht. Dann, wisst ihr was, ziehen wir die auch nochmal hier vor. Schaut zwar gut aus, aber trotzdem. Okay. War ein bisschen unnötig. Dann doch nochmal die vier wieder hier rauf. So, und wir haben Gold. Wir haben Gold ohne Ende gerade. Das heißt, neue Forschung. Ja, den Schockturm. Und wir können das tatsächlich jetzt das machen schon, weil da, glaube ich, die sind fast fertig. Und hier damit, genau hier, nochmal den Strom. Dann haben wir den Strom und damit sollten wir, komm, repariert, damit sollten wir uns die Bank leisten können mit der Energie. Jetzt brauchen wir nur noch den Stein und das Gold, okay. Ja, Stein, Stein, ein zweites Mal Stein, das wäre halt jetzt doch hier oben. Oh, schaut euch das an, wie knapp das immer dran ist, wie knapp die immer dran sind. Ja, schaut euch das an, die hauen das immer wieder. Ja, vielleicht wäre das da oben der nächste Schritt. Vielleicht wäre das da oben tatsächlich der nächste Schritt. So, hier weitermachen. Und kurz Pause, wir haben den Strom. Achso, jetzt brauchen wir noch das... Oh, den Stein. Ich meine, wir könnten ein bisschen was vom Eisen dabei verkaufen. Und dafür ein bisschen Stein. 50 brauchen wir. So, reicht das? Gold, 1000, genau. Den holen wir uns jetzt, indem wir hier Eisen loswerden. Das kostet uns zwar jetzt viel Eisen. Bisschen Holz können wir auch noch. Wir arbeiten uns jetzt da langsam vor. So. Jetzt sollte es klappen, hoffentlich. Nein! Fuck. Ja, das war jetzt doof. Okay, das war ultra doof. Na gut. Vor allem jetzt, wo das Holz gekommen wäre. 5 gehen nochmal. Ja, wäre eh wurscht gewesen, egal. So, die kommen hoffentlich zurecht hier. Ich traue mich fast nicht. Oh. Gib das her. So. Und jetzt warten wir einfach. Gib mir die 1000 Gold, da ist sie. So, und 400. Och, jemine. Okay, das ist bitter. 400, das heißt, wir werden hier erstmal ausbauen müssen tatsächlich. Dann war das alles unnötig, was ich gemacht habe. So, und dann, das war's. Und jetzt müssen wir dann eh auch wieder Strom und überhaupt alles. Also jetzt ist alles weg. Außer das Holz natürlich. Da hätten wir nochmal Stein. Der eine kriegt jetzt jedes Mal ab, weil die nicht und nicht auf die Herankommenden schießen wollen. Warum schießen die nicht auf die, die rankommen? So, jetzt ist eine Reichweite vom Turm.
Weil sie kriegen sie ja eh locker kaputt. Sie sind nur zu doof. Wenn sie einmal aufs Haus schießen, wollen sie nichts mehr auf nichts mehr anderes schießen. So, vielleicht von hier, von der Seite. Hier scheint es nämlich zu sein. Das heißt, das könnte ein guter Ort sein. Komm, jetzt haben wir es. Sehr gut. So, wie weit sind wir? 388. Und wir kriegen wahrscheinlich jetzt, hier haben wir 16, genau, wir kriegen 8 pro und wir brauchen 400. Genau, aber jetzt fehlt Energie, die können wir aber schon mal machen. Nur haben wir jetzt dasselbe Problem wie vorher, wir wissen nicht wohin damit. Nein, wir könnten auch das jetzt hier draußen anfangen, aber das ist halt alles ein Käse. Und hier geht's ja auch nicht. Also ich bin mir relativ sicher, dass die Bank 4x4 groß ist und das ist genau hier 4x4. Das sind diese 8. Und sonst ist hier nichts, wo noch hier was hinginge. Maximal hier draußen noch. Oder hier drinnen halt. Ich meine, wir können schon hier das hinbauen derweil. Wisst ihr was, wir riskieren das jetzt. Wir setzen das da draußen hin. Wir brauchen die Energie gerade. So, hier gibt es nochmal alles Mögliche. Gold, Eisen und alles Mögliche. Dann nochmal zurückziehen. So, jetzt haben wir ohne Ende Kraftwerk und Gießerei. Gasthaus. So, wie weit sind wir jetzt? 20 Energie, das heißt, die kriegen wir hoffentlich gleich. Wie viel macht das nochmal? Das gibt plus 30. Okay, und wir brauchen aber noch 8 gibt's pro, das heißt, das ist dann 96. 2 brauchen wir noch. Und eines braucht... Oh, verdammt, uns geht die Energie schon wieder aus. Weil das Ding braucht 20... Genau, das heißt, wir haben noch 10 und mit den 10 gehen aber nicht nochmal 2 Häuser. Das heißt, wir werden noch einen zweiten brauchen. Das ist bitter, aber es ist wohl anscheinend so. Sollen wir hier nach oben? Ja, aber das ist ja auch Käse. Vielleicht müssen wir doch hier nach außen. Tatsächlich und dann hier erweitern. Bis hier oben mal. Einfach nur, um den Platz zu kriegen für den Strom. Weil alles andere geht noch nicht. Wir können hier das Kraftwerk, könnten wir halt hier erforschen, aber auch dafür haben wir keinen Platz. Ohne zu erweitern. Also wir werden wohl als nächstes erweitern müssen. Außer wir erweitern hier unten jetzt gleich schon. Oh, das wäre natürlich auch nicht schlecht. Wisst ihr was, das probieren wir. Ich glaube, das schaffen wir hier zu verteidigen. Und dann bauen wir hier noch ein Kraftwerk hin, sobald es geht. Sobald der steht. Weil früher oder später werden wir hier irgendwas machen müssen, denke ich. So, jetzt aber, jetzt müsste... Achso, der ist noch nicht... Das war was anderes. Das war die Mühle. Okay, das heißt, jetzt können wir aber die Häuser schon mal machen. Die 2, die wir noch brauchen. Das wäre dann der... Oh oh. Oh oh. Oh oh. Okay, wir werden hier dringend erweitern müssen. Das heißt, wir brauchen hier nochmal einmal Strom und noch eine Farm tatsächlich. Wo war die? Die war hier. So, und zwar möglichst dicht hier dran. Das wäre dann hier die 60. 64. Wobei ich die gern hätte. Da geht es halt nicht dran wegen dem Strom. Hier geht es hin. 48. Oder wir fangen hier unten an. Aber da sind wir halt schon sehr weit jetzt weg.
Nein, ich glaube, wir nutzen den Bereich 48. Oder 40. Oh, Moment. Vielleicht schaffen wir es damit. Ah, 7 ist halt gar nichts. Wie schaut es da aus? Da geht er nirgends hin. Verdammt. Oh, aber was anderes geht hier hin. 14. Okay. Gekauft. Sollte reichen für das eine Haus. Und dann sollten wir die Bank haben. Tatsächlich. Stein fehlt jetzt. Okay, nein, dann haben wir die Bank noch nicht. Und den Stein werden wir dann auch noch brauchen. Um hier die Mauern zu bauen. Wobei wir sie zuerst mit Holz bauen könnten, weil das haben wir eh noch gerade in Massen. So, da haben wir auf jeden Fall jetzt den Fischer. Das heißt, jetzt haben wir dann die nötigen 400. So, dann können wir schon mal schauen. Kriegen wir hier schon die Holzwand unter? Bisschen. Dann machen wir hier, glaube ich, machen wir hier einen Turm. Probieren wir es gleich. So. Und wir wollen hier noch ein Stückchen vor, damit sie hier noch ballern. Jetzt schießen sie uns zwar den Turm, wollen sie jetzt kaputt machen, aber ich hoffe, dass das mal hält bis dahin. So, Building completed. War das das Haus? Nein, das war nicht das Haus. Was auch immer das war. So, gleich müsste der Turm fertig sein. Das wäre mal wichtig. Den kann man dann reparieren. Und jetzt ist das Haus fertig. Das heißt, jetzt fehlt noch Stein. Das kriegen wir aber hin. So viel Geld haben wir. Zum Glück. So. Und das gibt jetzt eine Bank dann. Okay, 3x3 ist sie, aber immer noch geht sich perfekt aus hier, so wie geplant. Und das sollte mal wichtig uns was Gutes bringen. So, das war 1000. So. Dann schauen wir mal, dass wir hier unsere Holzwand fertig kriegen. Okay, die ist fertig und das müsste reichen. Ich glaube, hier kommen sie nicht durch. Wir können es ja zur Sicherheit noch so bauen. Und dann den Rest hier vorwärts. So, der ist fertig. Das heißt, die können jetzt mal da drauf. Oh, schaut euch das an, was wir hier alles noch haben. Gut, ich glaube, sie kommen damit zwar zurecht, aber es ist natürlich mühsam. Die Frage ist, ob wir die anderen schon vorziehen, aber ich bin mir noch nicht sicher. Ich glaube irgendwie gerade noch nicht so wirklich. So, machen wir den nächsten. Sollen wir hier gleich hier hin? Nein, ich glaube. Oder? Na, wisst ihr was? Machen wir ihn hier hin? So, und immer reparieren, sobald es geht, sobald sie weit genug weg sind, sobald sie genug umgebracht haben. Sonst kriegen wir den Turm nie repariert, wenn wir da nicht aufpassen. Sehr gut. Ein Elite. Kriegen sie schon hin, kriegen sie schon hin. Jetzt aber. Das war er nicht, verdammt, jetzt aber. Jetzt haben wir ihn. So. Gut, die Bank ist auch gleich fertig. Jetzt gibt das Goldeinkommen, geht rauf ins Weiß. Ja, 820, sehr gut. So, das können wir auch nochmal. Dann Stein. Eigentlich brauchen wir jetzt mehr Stein. Wir brauchen eigentlich mehr Stein. Das heißt, wir müssen uns fast bis hier ausdehnen, irgendwie. Oder bis hier oben. Also das nächste, was wir jetzt machen müssen, ist definitiv uns ausdehnen. Dringend. Okay, meine Lieben,
Die Folge ist eh jetzt genau hier zu Ende. Dann machen wir hier mal eine kurze Pause. Ich mache auch eine Pause und überlege mir jetzt, wie wir jetzt hier weiter tun, weil das ist irgendwie alles nicht rosig. Hier unten wäre zwar der Stein, aber da müssten wir uns jetzt hier da so ausbreiten. Ich meine, das Gold wäre auch schön, aber das wird eine lange Verteidigungswand, die wir hier aufziehen. Ich meine, auf der anderen Seite, wir hätten die Nahrung hier jetzt. Und auch das Holz könnten wir eventuell hier nochmal anzapfen. Das Problem ist Stein. Stein haben wir halt echt nur das gerade. Eventuell das da oben. Vielleicht wäre das sogar das Einfachere, hier nochmal eine Wand zu ziehen und für den Stein. Sonst ist hier aber nicht wirklich was. Das wird dann auch wieder ein mega offener Teil. Wobei die halt gerade wirklich gut befestigt ist. Ich würde die eigentlich gerne lassen, wenn es ginge, irgendwie maximal irgendwo noch ein Shock Tower da irgendwo vorne reinzubauen. Einzeln, direkt hier davor, ein Kreis mit Mauer und ein Shock Tower. Würde ich eigentlich, und ich glaube, wir müssen hier unten ausdehnen. Es wird sonst nichts Sinnvolles geben. Wir werden die Sachen wegmachen müssen, weil da nach oben bringt halt nichts. Gar nichts. Maximal nur für den Stein wäre das. Aber da sind wir bei dem, glaube ich, näher dran gerade. Gut, wie auch immer, meine Lieben. So, dann beende ich jetzt die Folge. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Wie immer am Ende wünsche ich euch alles Liebe, alles Gute und sagt Tschüss.